Hey Leute, was geht? Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute teste ich mal zwei virale Food-Trends aus, die zurzeit so kursieren. Wie zum Beispiel Orangen-Espresso und Joghurt, wie sagt man? Pudding-Toast? Pudding-Toast. Genau. Kennt ihr das? Seid ihr schon mal drüber gestolpert oder so? Vielleicht habt ihr das ein oder andere Video mal gesehen und seid neugierig geworden, wollt es aber nicht unbedingt austesten und wollt vielleicht mal sehen, was ich dazu sage. Ich teste es gerne für euch aus. Wir probieren es also jetzt. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Okay, ich probiere als erstes mal das Toast. Also das haue ich schon mal rein und dann können wir zwischendrin nämlich den Orangen-Espresso machen. Ich mache gleich mal zwei. Also ich habe jetzt hier, ist ja egal, welchen Toast ihr benutzt, ne? Ich habe jetzt hier Vollkorn. Er sollte halt weich sein. Ihr könnt auch anderes Brot nehmen, denke ich mal. Das ist auch egal. Muss jetzt kein Toast sein, aber dann ist es halt kein Toast. Puh, genau, also ich nehme jetzt hier meinen Toast und gehe mit einer Gabel hier so rein. Drückt das so richtig fest, seht ihr das? Dass das auch so drin bleibt. Mache das jetzt halt komplett drumherum, dass ich so einen Rand habe. Ich mache das jetzt einmal und dann zeige ich euch, was ich meine. Also richtig fest reindrücken, damit ihr nämlich so eine Form habt sozusagen. Das ist, was ich meine. Also so ein Rand und innen ist es schön platt gedrückt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Seht ihr? So, da ist ein Rand, der ein bisschen höher geht und innen ist es schön tief. Da kann man nämlich dann was reinfüllen. Genau, das mache ich mit meinem anderen Toast auch. Okay, das ist schon mal getan. Jetzt mache ich meine Joghurtmischung. Und zwar nehme ich eine Schüssel und da packe ich jetzt Joghurt rein. Das ist einfach Natur, Sojajoghurt, Natur ohne Zucker. Ich weiß nicht wie viel. Vielleicht ein Esslöffel pro Teil sozusagen, also pro Toast. Und dann, das wird ja normalerweise, also es ist ja kein veganes Rezept, aber ich veganisiere das jetzt und nehme Eiersatzpulver dafür. Und zwar, Moment, ich brauche mal einen frischen Löffel. Und da weiß ich jetzt auch nicht, wie viel ich davon nehmen soll. Ich nehme jetzt, ich schaue nämlich, wie dick das dann wird. Gebt das, Moment, weil die Sauerei alles. So, rühre das rein mit einem Schneebesen, das Eiersatzpulver. Passiert jetzt eh nichts, einfach nur weiß, ne? Vielleicht noch ein bisschen mehr Joghurt. Nochmal zwei Esslöffel pro Stück, pro Toast. Und ein bisschen mehr Eiersatzpulver. Und dann, dass es ein bisschen yummier aussieht, habe ich mir gedacht, gebe ich noch ein bisschen Kurkuma-Pulver rein, dann wird das ein bisschen gelb. Also nur ein bisschen, ne? Damit man eine schöne goldene Farbe hat, aber es nicht alles gelb ist so. Genau, verrühre das dann, das sieht dann appetitlicher aus. Das ist dann mein Pudding. Ah, das hat eine gute Konsistenz. Voll gut geworden. Seht ihr? Ich liebe dieses Eiersatzpulver, das ist echt genial gut. Aber ich kann noch ein bisschen mehr von dem Kurkuma reingeben, es war doch ein bisschen zu wenig. Dann sieht es einfach noch leckerer aus. Schön verrühren. So, sieht es besser aus? Was meint ihr? Ist okay. Einmal richtig gut mixen. Gibt's noch Dalgona Coffee. Okay, das sieht gut aus. Da. So, jetzt. Jetzt noch fertig. Nein, aber jetzt kommt, habt ihr es schon erahnt, mein Pudding. Das ist quasi ein Pudding, den ich gemacht habe. Jetzt so ein Ratzfatz-Pudding. Jetzt gebe ich das hier drauf. Genau in diese Mulde rein, die ich vorher gemacht habe. Und das ist dann schön, das schließt dann schön mit dem Rand ab. Und es sieht toll aus. Wisst ihr, was ich meine? Also schön glatt aus. Genau, so verstreiche ich das. In meine Toasts. Andere. Die Menge war sogar richtig gut. Bin gespannt. Ich habe es jetzt nicht gesüßt. Ich denke mal, wenn ihr Bock drauf habt, das nochmal süß zu haben oder so, hättet ihr jetzt die Chance gehabt, die Masse zu süßen. Aber wir können auch zum Schluss nochmal ein bisschen süßen. Da habe ich schon eine Idee. Oh mein Gott, die Menge war so perfekt. Schaut mal, wie perfekt das aussieht. Jetzt könnt ihr... Also jetzt kommt Obst drauf. Ich habe jetzt so wie so richtig basic, die meisten haben dann auch Himbeeren genommen, die nehme ich jetzt auch. Legt die einfach da drauf. Ihr könnt aber egal welche Frucht nehmen eigentlich. Das ist jetzt Zitrusfrüchte, könnt auch TK-Obst, denke ich, nehmen. Muss auch nicht frisch sein. Bananen oder was auch immer ihr wollt. Und da habt schön viel
Mehr ist mehr in diesem Fall, denke ich mal. Da schmeckt es auch besser. Ich mach mal 5 auf jedes. So. Looking good. Das kommt jetzt in den Ofen. Wie lange? Weiß ich nicht. Auf wie viel Grad? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, 200 Grad mache ich jetzt. Und dann schaue ich einfach mal, einfach bis es braun wird. Klingt gut, oder? Also rein damit. Ich denke, das geht relativ schnell. In der Zwischenzeit mache ich mein Espresso. Bin back mit meinem Espresso. Jetzt gibt es nämlich den Orangensaft-Espresso. Wer kommt auf so Ideen, frage ich mich. Ich bin ja nicht so der Fan, also hier ist mein Orangensaft, nicht der Fan von überhaupt Orangensaft aus der Packung und so. Das trinke ich eigentlich gar nicht. Das habe ich jetzt nur für dieses Video geholt. Wenn schon Orangensaft, dann frisch gepresst, sonst trinke ich überhaupt keinen Orangensaft. Überhaupt keine Säfte eigentlich so. Ja, keine Säfte. Aber, was soll ich jetzt sagen? Ja, wer kommt auf so Ideen? Wer kommt auf so Ideen? Wird das das neue Dalgona Coffee? Kriege ich jemals diese Packung auf? So, riecht nach Orangensaft. Okay, Orangensaft rein, dick rein. Das macht man wohl doch relativ voll. Ich weiß nicht, ob er kalt sein muss oder nicht. Ich denke nicht, oder? Es ist eher so. Also er ist jetzt nicht kalt. Ich habe ihn nicht gekühlt. Der ist direkt so gekauft und dann hier. Mein Espresso. Der kommt jetzt einfach rein. Ist das... ekelhaft, oder? Das wollte ich sagen. Ich bin nicht der Fan von Kaffeesachen und mit sauren Sachen oder fruchtigen Sachen gemischt. Bin auch kein Fan von Schokolade und Zitrus oder Früchte. Sehr, sehr selten. Also außer als Himbeere vielleicht noch. Oh Gott, das sieht ekelhaft aus. Sehr. Habe ich zu viel Orangensaft genommen? Kann sein, ne? Brauche ich 2 Espresso? Hau nochmal 2 rein, Moment. Und back mit Espresso Number 2, weil ich denke, irgendwie sieht es nicht so gut aus. Bisschen mehr, bisschen mehr. Ich glaube, das Mengenverhältnis war nämlich nicht so geil. Die Hälfte einfach mal so. Okay, sieht es jetzt besser aus, obwohl. Jetzt sieht es mehr aus wie so ein Kaffee mit einem Schuss Milch. So eine Variante. Trinkt man das mit einem Strohhalm? Braucht man dafür Eis? Macht man noch Milch rein? So viele Fragen, keine Antwort. Ich probiere mal, wie das jetzt schmeckt. Okay, ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Es schmeckt so seltsam. Es schmeckt, man erwartet Orange, aber es hat nicht diese... Guck mal, so. Also, man schmeckt Orange. Nee, also es schmeckt wie ein Orangensaft oder wie ein Saft, aber nicht nach Orange. Versteht ihr das? Ich verstehe es selbst nicht, aber es ist so. Man hat nicht dieses, also keinen Zestengeschmack, keinen Zitrusgeschmack. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist wie ein Orangensaft. Total seltsam. Das schmeckt doch nicht nach Kaffee. Das schmeckt doch nicht nach Espresso. Also es ist nicht schlecht, muss ich sagen. Es schmeckt wie so ein eigenes Getränk. Als wäre das halt ein eigenes Getränk. So. Also wie so ein Energy Drink. Ist es ja jetzt auch geworden. Seltsam. Aber es ist nicht schlecht. Würde ich es nochmal machen? Wahrscheinlich nicht. Weil ich auch nie Orangensaft da habe. Schon allein deswegen. Aber ja, interessant. Das kickt auf jeden Fall. Ich merke es jetzt schon. Aber ich habe eh schon davor auch Kaffee getrunken. Deswegen bin ich gerade so... Man merkt es, ne? Es ist nicht schlecht. Ist süffisch. Geht. Was macht das Toast? Okay, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich habe es jetzt mal rausgeholt. Es dampft noch. Aber es sieht schon mal sehr gut aus. Es ist sehr braun geworden hier. Und auch, denke ich, sehr knusprig. Deswegen dachte ich, ist das jetzt an der Zeit, die rauszuholen. Schön geworden, oder? Also optisch ist das schon mal ein Highlight. Vielleicht ein bisschen zu neongelb, aber passt gut mit dem Rot. Sieht doch gut aus. Und jetzt dachte ich mir, ein bisschen Puderzucker, dann sieht die ganze Geschichte noch schöner aus. Vor allem hat man da ein bisschen Süße. Guck mal, wie das aussieht. Wie so ein perfektes Törtchen. Würdest gar nicht denken. Guck mal, wie schön das aussieht. Das kannst du so servieren, ne? Sieht gut aus. Einmal das. Dann dachte ich mir, die andere Variante mache ich mal mit so einem veganen Honig. Auch geil. Guck mal. Schön. Wo würdet ihr jetzt am liebsten reinbeißen? Puderzucker-Variante oder die vegane Honig-Variante. Sieht gut aus auf jeden Fall. Ich verbrenne mir jetzt nicht die Schnauze, deswegen warte ich kurz. Okay, ich kann nicht mehr länger warten. Ich glaube, es ist okay, jetzt mal reinzubeißen. Ich nehme jetzt hier die
die Variante. Joa. Es ist sehr, sehr sauer. Also durch die Himbeeren. Ich finde, und es ist sehr crunchy, was geil ist. Aber ich hätte doch irgendwie diesen Joghurt süßen müssen. Finde ich. Also mein Geschmack wäre es da mehr gewesen. Aber schaut mal, die Füllung ist richtig geil geworden. Also vor allem mit diesem Einsatz, das ist richtig, richtig gut geworden. Jetzt mal die wirklich süßere Variante mit dem Honigersatz. Schon so viel besser. Da muss Süße ran, aber an sich mega geil. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde, das sieht doch voll gut aus. Das ist echt eine gute Sache für, wenn man mal schnell was haben will, was Süßes, was so... Wisst ihr, manchmal hat man so Bock auf so Törtchen in Art. Moment. Boah. Oh mein Gott, hätte ich das gerade nicht genommen. Oh mein Gott, alles sauer, sauer, sauer. Jedenfalls, dann ist das eine gute Variante, die man noch ein bisschen aufpeppen könnte. Bisschen Gewürze, Zimt oder so, Vanille wäre cool. Auf jeden Fall süßen, also würde ich machen, weil es ist ja irgendwie eine Süßspeise. Ich finde, das ist nicht so auf gesund. Mit dem Toast und allem. Genau, dann ist es nicht schlecht. Aber es sieht schon mal, also es sieht sehr schön aus. Ich finde, das ist ziemlich gut gelungen. Muss ich sagen. Genau, also kein Flop. Das hier würde ich, glaube ich, nie wieder mehr machen. Ich würde es euch empfehlen, das zu machen. Nicht so, so geil gewesen. War zwar nicht so schlimm, wie ich dachte, aber nicht so geil gewesen. Das finde ich ziemlich gut. Wenn man das nochmal aufpeppt, könnte man so in den Alltag integrieren. Würde ich auch nochmal machen, durchaus. Genau, das waren die zwei viralen Food-Trends, die ich mal ausprobieren wollte mit euch zusammen und wie sie denn so schmecken. Und wenn ihr mir folgen wollt auf Insta, da heiße ich Funny Pilgrim und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Ich warte auf euch. Bis dann. Tschüss.